Und an dieser Stelle herzlich willkommen zu MyCoop Cargo Simulator, der Paketshop Simulator, in dem wir unseren eigenen Paketshop gründen werden. Wie geil ist das denn bitte? So, ich möchte ein neues Spiel starten. Wir gehen einmal rein. Der Bus hat uns einmal abgeliefert und ich würde sagen, wir starten einmal direkt rein. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Hey, hallo, oh. Wie geht es dir? Der Papa ruft an. Mir geht's gut, Papa. Wie geht's dir? Danke, dass du nach mir gefragt hast. Ich habe Ihnen gerade 600 Dollar geschickt. Wie Ihnen? Wenn du tust, was du willst, sitzen wir uns, Papa? Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Papa, warum auf deinen eigenen uns? Füßen zu stehen. Ich habe einen sehr passenden Laden gefunden. Mieten Sie es jetzt. Jetzt miete ich das. Schauen Sie sich das Schild an, drücken Sie E, um den Mieter. Ja, okay. Habe, war dir den Standort des Ladens zu schicken. Okay, super. Es ist bereits ganz in der Nähe des Ortes, an dem Sie gelandet sind. Wunderbar. Mieten Sie es jetzt. Hab ich. Wunderbar. Ach, grüne Neune, ein Haufen Text. Und das Logo. Okay, wir sollen jetzt hier erstmal unseren eigenen Paketshop gründen, beziehungsweise unseren Namen eingeben. Paketshop, McManus, Paketshop. Komm, wir nehmen das Logo und dann passt das. Ja, geil. So, drücke den Knopf, öffne die Tür. Mach ich. Oh, das ist aber laut, oder? So, können wir Licht anmachen? Ah ja, wunderbar. Sehr gut. So, unser Papa hat uns jetzt eigentlich nur noch mitgeteilt, dass es hier drin ziemlich dreckig ist, dass wir uns am Computer was zu essen bestellen sollen und dass wir in dem Laden pennen werden. Und wenn wir Millionär werden sollen, dann müssen wir halt nur mal klein anfangen. So. Ich schmeiß das jetzt erstmal alles hier vor. Kann ich das direkt da reinschmeißen? Nee, ne? So. So. So, liegt hier eine alte Fischgräte? Habe ich das richtig gesehen? Da liegt eine alte Fischgräte. Das glaube ich nicht. So, okay. Dann das einmal alles hier rein. So. Und so. Perfekt. Fertig. Da haben wir alles aufgeräumt. Bestellen Sie Essen vom Computer. Das mache ich natürlich gerne. So, Forscher. Ich bin nicht ein Forscher. Markt. Oh mein Gott, was gibt's hier denn alles Leckeres? Hamburger, Sandwich. Oh, ich hätte ja Bock auf so einen Taco, sag ich ehrlich, wie es ist. Komm, so ein Taco, der geht immer. Ist etwas aus dem Kühlschrank. Gut, einmal Taco, perfekt. So, und jetzt geh aufs Sofa schlafen. Okay, 15 haben wir Minus gemacht heute, weil Lebensmittel gekauft. Taco für 15 Dollar ist natürlich jetzt auch nicht gerade billig, ne? So, jetzt, der Papa ruft an. Jetzt müssen Sie Geschäfte machen. Okay, wir sitzen uns immer noch. Öffnen Sie das geschlossene Schild an der Ladentür. Wiegen Sie dann die Ladung der ankommenden Kunden und behalten Sie das Gewicht im Auge. Nehmen Sie dann den Ausweis des Kunden und nehmen Sie die erforderliche Registrierung vor. Die gehen vorbei, scheiße. Was haben wir denn hier alles noch? Bank, Händler... Markt, Arbeitskräfte, Ausrüstung, Drohne, Musikspieler, Aufbau, Upgrade. Okay, hier gibt es ja anscheinend einige Sachen. Wir müssen wahrscheinlich bei Ladung erstmal rein und müssen jetzt aufs erste Paket warten. Ja, dann würde ich sagen, warten wir mal aufs erste Paket. Oh, da kommen die ersten Kunden, Leute. Die ersten Kunden. Oh, 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 oh. Digga, was hast du mit der Klingel gemacht? Diese Fracht, die innerhalb der Stadt verteilt werden sollen. Stellen Sie einfach an der Tür ab. Okay, achso, weil da so ein Haus drauf ist. Okay, und wir haben wohl... und jetzt? Gewicht? 13. So, 13. Okay, 13. 13 und 8. Genehmigen. Perfekt. Okay. Gute Nacht, mein Sohn. Du lebst noch. Ich lebe noch, ja, ja. Dann müssen Sie die Fracht zu verteilen, wenn Sie das Paket mit uns haben, an Ihre Adressen liefern. Sie haben maximal 3 Tage Zeit, um jede Box zu liefern. Da Sie keine Mitarbeiter haben, registrieren und verteilen Sie die Pakete. Okay. Okay, alles klar. 29, 12. Danke. Ja, bitte. Ach, ich drücke mal Escape. Okay, 2 Pakete sollen wir... Ja, ich... Okay, alles klar, mache ich, Papa. Außerdem werden Sie die Fracht zunächst nur zu Fuß transportieren. Ich weiß gar nicht, wo das hin soll. Das Schlimmste ist, dass du sie einen nach dem anderen trägst. Dann recherchieren Sie und besorgen Sie sich eine Tasche. Du verschiebst mehr Boxen. Sparen Sie Ihr Geld und vergessen Sie nicht, ein Fahrrad zu kaufen. Danke. Du kannst auch Motoren und andere Fahrzeuge kaufen, aber du brauchst viel Geld. Fangen wir an. Ja, Mann, wir fangen an. Wo muss das jetzt hin? Ich weiß nicht, wo das hin muss. Tut mir echt leid. Wo soll das Paket denn hin? Liefern Sie 2. Okay, ich kann es nicht mehr aufnehmen. Ah, jetzt wird das angezeigt. Okay, das muss ganz nach da unten. Das ist ja eine Katastrophe. Wo soll das hin? Ach, du grüne Neune. Auch ganz runter. Och, nee.
Die müssen ja alle ganz um die Ecke rum. Zwei Pakete insgesamt. Nee, da warte ich mal, bis ich vielleicht ein Paket bekomme, was nicht so weit weg ist. Okidoki. So, wo muss das hin? 71 Stunden noch. Oh, das muss auch ganz da runter in die Ecke. Okay, ich glaube, diese eine und diese Zahl, diese grüne, ist die Stunden, die wir noch haben. Dieses Haus bedeutet, dass wir das ausliefern müssen. Ja, genau, das Haus bedeutet, dass wir es ausliefern müssen. Okay. 35 Kilogramm. 14. Eigentlich darf er nur bis 30 Kilo, ne? Wollte ich nur mal sagen. Haben sie ein bisschen viel reingepackt? Ach, das ist doch mal weiter weg, ey, ganz ehrlich. Dann ist er immer weiter weg hier. So, raus damit. Habe ich gar keinen Bock, das auszuliefern. So, hallo, na? Wie geht's? Oh, das sieht sau schwer aus. 29? Immerhin. So. Aber wir verdienen schon mal erstes gutes Geld, glaube ich, oder? Das ist alles da unten. Ich habe keinen Bock, da runter zu laufen. Das ist ewig weit weg, Leute. Okay, ich guck mal, was noch so für Pakete kommen. Da wird doch mal was in der Nähe dabei sein hier. Ey, ganz ehrlich. So, jetzt gucken wir bei dem nochmal. 8 Kilo. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt eingebe? 7? Danke. Danke. Oh ja, perfekt. $1 teurer können wir machen. Es ist auch da unten. Ich warte noch. Ich weiß gar nicht, weil ich die ganzen Pakete dann ausliefern soll. Vor allen Dingen, was passiert denn? Diese Art von Patienten kann nicht innerhalb von der Stadt verteilt werden. Sie können die Kartons auf Fahrzeug laden, das um 20 Uhr ankommt. Ach, weil da ein Auto drauf ist. Okay, da ist ein Auto drauf. Das heißt, was haben wir hier? 38 Kilo. Das heißt, das wird abgeholt, müssen wir dich ausliefern. Ja, ist mir auch recht. Das ist mir auch recht. Dann leg mal das mal auf die Seite oder hier vorne hin am besten, da wo das Auto kommt. So, jetzt haben wir hier die ganze Pakete rumliegen und können die gar nicht ausliefern. Also können schon, aber die sind halt ewig weit weg. Ah, wir können das auch hier ins Regal schmeißen übrigens. Wir müssen das ja nicht vorne hinlegen. 16 Dollar. 16 Kilo, 8 Dollar. So, bitteschön. Wo müssen wir denn hin? Oh, das um die Ecke, das nehme ich. So, das ist direkt hier irgendwo um die Ecke. Das liefern wir direkt aus. Weil guck mal, wie weit das ist. Da müssen wir nämlich ganz schnell laufen. Ja, ich bin doch schon gleich wieder da, Männchenskinder. Hallo. So. Naja, das zum Thema, es ist direkt um die Ecke, ne? Alter Schwede, guck mal, wie weit das trotzdem noch ist. Wir brauchen einen Rucksack und ein Fahrrad. Das können wir nämlich hier kaufen, hat uns der Papa vorhin erzählt. Rucksack und Fahrrad geht. So, hier einmal Paket hin. Fracht wurde geliefert. Sie können die Karte verwenden, die M-Taste drücken. Kann man hier abkürzen? Nee, ne? Über die Zäune hüpfen oder so? Das wäre echt cool. Hier so einfach so wie so ein, keine Ahnung, wie auf der Flucht. Kennt man doch aus diesen amerikanischen Verfolgungs-Polizei-Hubschrauber-Überwachungsvideos. Wie die immer über die Zäune dann hüpfen. So ein Mist aber auch. Oh, wir haben auch schon wieder ein bisschen Hunger. So, okay, ich glaube, der Kunde haut uns gleich ab, weil unten dieser Balken abgelaufen ist. Bin mir aber nicht sicher. Ich schnapp mir aber einfach sein Paket. Ha! Von wegen. Hier wird nicht einfach abgehauen. 29 Kilo. 29, 12. Dankeschön. So, perfekt. Das wird mit dem Auto geholt. Ein Paket müssten wir aber trotzdem noch ausliefern. Was ist denn das für ein Balken, der da unten immer abläuft? Ich habe keine Ahnung. So, das 38. Oh, schöne schwere Pakete. Das gibt gut Geld. Bitteschön. So, wo muss das hin? Ah, das ist auch nicht so weit. Das nehme ich als nächstes. Das ist auch nicht so weit. Dann liefern wir das auch noch gleich aus. Dann haben wir unsere zwei Pakete geschafft hier. Also ich kann euch sagen, hier zu Fuß ist das aber keine angenehme Sache. So, Fracht wurde geliefert. Perfekt. Sparen Sie $250. Okay. So, nächstes Paket. 13. Oh, 13. 13 ist echt nicht viel. 8. Ich mache mal einen 10er. Danke, bitteschön. Der hat das da gelassen. Geil, wir können auch einen 10er machen. So, also wir sollen jetzt erstmal $250 sparen. Na komm, dann machen wir das doch mal. Okay. Nächstes Paket bitte. Dankeschön. Was haben wir hier? 16. 16. 10er. Wenn sie nicht einen 10er bezahlen, dann wird das auch nichts. Mach nichts unter einen 10er. Keine Pakete ausliefern unter einen 10er, Leute. Wir müssen auch sehen, wo wir bleiben hier mit unserem Paketshop. Guck mal, wir haben gerade neu angefangen. Ne? So, 72 Stunden noch. 21. Okay, dann sag mal, ich bin mal ganz dreist. 15. Danke. Der da. Oh, 15 geht auch. Okay, wo muss das hin? Och, auch ganz da runter, ey. Das ist doch Mist. Warum denn alle so weit?
So, aber wir brauchen nur noch 5 Dollar, dann haben wir unsere 250 Dollar zusammen. So, 27. Kommt 14. Ja, Mann! Sehr gut. Also da unten, die eine ist kaufsüchtig. Ich glaube, die hat, oder der eine ist kaufsüchtig. Da gehen ja so viele Pakete hin. Durchsuchen Sie die Tasche, vom Computer aus. Okay. Computer, warte kurz, ich muss Tasche kaufen. So, Forscher Bank. Oh, tägliche Rechnungen. Nee, will ich jetzt noch nicht zahlen. Ich will, warte mal. Händler, Tasche, kaufen, suchen. Suchen? Der hat mir 100 Dollar abgezogen. Ach, 3%, 4, 5. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich warten, bis der die Tasche gesucht hat, oder was? Bin mir nicht sicher, keine Ahnung. So, was haben wir hier? 43, das ist super. Das ist super. Für 18. Oh. 15, 17. 17 ist gut. Bitte! Der hat es wieder mitgenommen. Der hat das wieder mitgenommen. Habt ihr das gesehen? Der hat das wieder mitgenommen. Okay, ganz so können wir die doch nicht abrippen. Ich dachte, wir können hier wenigstens ein bisschen scammen hier, aber ja, also das ist ja auch nur der empfohlene Preis, ne, muss ich ja ganz klar mal sagen. Nee, ich habe gesagt, unter 10 ist nichts. Unter 10 ist nichts, nimm dein Paket wieder mit, verpiss dich. Ist mir egal. Unter 10 ist nicht. Unter 10er mache ich hier keine Lieferung. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Oh, hier, der Fußballer ist wieder da. Ja. 8, ist auch nur 8. 10. Hat er auch wieder mitgenommen. Okay, vielleicht dürfen die nicht ganz so frech sein. Ich weiß es nicht. Wir sind ja auch neu im Business. So, guck mal, jetzt haben wir die hier. Nee, kaufen. Ich will. Kriege ich jetzt meine Tasche, bitte? Hallo. Ja, hallo. Das sieht dann ein schön großes Paket aus. 35. 35 ist super. 15. Perfekt. So. Okay. Ach, guck mal, das wird auch mit dem Auto geholt hier. Ist ja super. Haben wir hier noch irgendeins dabei, mit dem Auto geholt werden muss? Nee, aber die müssen wir langsam mal ausliefern, Leute. Vor allem, wie viele Pakete kommen hier einfach noch? Noch eins mit Auto. 38. Komm, jetzt machen wir aber mal Originalpreis hier. 14, bitteschön, Lady. So, wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch auf das Auto warten. Und dann haben wir hier die Pakete, werden die abgeholt. Kriegt man dann nochmal Geld? So, ich würde jetzt ganz gerne aber erstmal meine Tasche kaufen. Was? Der hat mir nochmal 100 abgezogen. Der hat mir einfach nochmal 100 abgezogen. Der hat mir 100 für die Suche abgezogen und 100 für den Kauf der Tasche. Das ist ja wohl der absolute Hit. Liefern Sie 6 Pakete aus, okay. 8. 8, 8, 8. Weißt du was? Ich habe gar keinen Bock auf dein kleines Paket hier. 10. So. Nimm's wieder mit. Okay, warte mal. Wo ist jetzt meine Tasche? Wo ist meine Tasche? Da! Ja, ich habe eine Tasche. Sehr gut. Du wartest jetzt. Ist mir egal. So, ich muss Pakete ausliefern. So, was haben wir jetzt hier? Wo muss das hin? Ganz da runter. Och, naja, komm. Dann pack das Ding ein. Nee, das ist, das wird nicht. Dann, das ist gleich nebenan, glaube ich. Oh, nee, warte mal. Einpacken. Warte. Einpacken. Das kann ich jetzt wieder nicht mehr nehmen. Das ist auch da. Einpacken. Und das ist auch dort. Einpacken. So, und dann können wir doch noch eins so mitnehmen, oder? Und das ist auch dort. Oh, shit. Ach, das kann ich jetzt wieder nicht mehr aufnehmen hier. Was ist denn das jetzt? So. Okay, auf geht's. Gut, ich düse mal schnell darunter. Ja, wir sind angekommen. Das erste Paket zum Abliefern bereit. So, Fracht wurde geliefert. Perfekt. Dann brauchen wir unser nächstes Paket. Und zwar, wo soll das jetzt hin? Da. Perfekt, das war da jetzt hier alles nebenan. Genau, ein Paket haben wir geliefert. 3 Pakete kriegen wir in die Tasche. Also 4. Maximal weg. Okay, nächste Paket. Da, sehr gut. Oh, das haben wir gut organisiert hier. Bing, bong. Und hier nochmal. Da vorne. Okay. Das ist schon das zweite Paket, was wir hier in das Haus liefern. Na gut, 2 Pakete ist ja heutzutage nicht viel. Guti, ich düse wieder zurück in den Shop.
Jo, Leute, ich habe gerade gesehen, ich hatte die Grafik auf Low. Jetzt sieht das auch ein bisschen schöner aus, was die Dings betrifft. Geht der eigentlich wieder? Nee. Sieht das auch ein bisschen schöner aus, was die ganzen Schatten betrifft, glaube ich. 38 Kilo. 38, 14. Danke. So, aber ich tut mir sehr leid. Ich muss jetzt erstmal weiter ausliefern hier. So, wo muss das hin? Och, nee, nicht ganz darunter. Bitte nicht ganz darunter. So, warte mal. Ich kann das Paket hier einfach nicht mehr aufnehmen. Das kann ich wieder nehmen. Wo geht das hin? Och, das ist auch ganz da unten. Und das? Hallo? Okay, das ist nicht ganz so weit weg. Das packe ich schon mal in die Tasche rein. Nein! Was habe ich jetzt gemacht? Warte mal. Oh, das ist auch nicht weit weg. Dann packe ich mal das ein und das ein. Und ach, das ist auch wieder ganz da unten. Das tun wir mal hier rüber. Und das ist auch ganz da unten. Da unten ist auf jeden Fall einer kaufsüchtig. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und das kann ich nicht mehr aufheben, warum auch immer. Wir brauchen noch zwei gute Pakete. Obwohl, wir müssen ja eigentlich nur... Ja gut, aber wenn wir einmal ausliefern gehen, ne? So. Dann nehmen wir gleich alle mit. Ach, das ist auch da unten. Ach komm, dann nehme ich das noch mit. Nee. Das rein. Das rein. So. Das wird eine längere Tour, glaube ich. So, das ist für das Auto 35. Das Auto kommt ja auch 20 Uhr, glaube ich, ne? 14 genehmigen. Okay. So, wo muss der hin? Was? Diese Art von Fracht innerhalb der... Ach so, ja, 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 ja. Oh, was haben wir denn jetzt noch gekriegt? Guck mal. Oha! Ach, das ist eine Fracht, die wir ausliefern können, die direkt bezahlt werden muss dann. Da verdienen wir auch nochmal extra Kohle. Okay, warte mal, dann mache ich das anders. Dann mache ich hier die erstmal raus. So. Der kann erstmal warten. So, und dann nehme ich, dann schauen wir erstmal. Dann nehmen wir das Paket mit. Nee. Oh. Das ist richtig gut. Das Paket. Auch sehr gut. Das und. Nee, das nicht. Das auch nicht. Das ist super. Und das. So, ab geht's. Ich beliefere die mal noch ganz kurz aus. Ja, da könnt ihr jetzt. Ja, es ist sowieso gleich durch der Laden. Braucht jetzt hier gar keine Welle mehr machen. So, jetzt gehen wir erstmal hier zu dem. Das ausliefern. Vielleicht zählt das ja auch liefern zu den 6 Paketen mit dazu. Oh, guck mal, da wartet schon der Kunde, Leute. Und es wird schon langsam dunkel. Es ist schon 18.17 Uhr. So, Moment. Hallo, 8 Dollar. Wir haben 8 Dollar gekriegt. Geil. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Das ist ja cool. Oh, guck mal, wir haben jetzt 5 von 6 Paketen. Ja, das ist ja optimal. Das ist doch optimal. So, für 200 kriegt man das Fahrrad. Ich glaube, das wird nochmal ein Gamechanger. So, was haben wir hier? 13 Dollar. Auch mit Karte bezahlt. Sehr gut. So, nächste. Genau, das war gleich hier. Kriegst du auch gleich. Suche Fahrräder am Computer aus. Ja, mache ich gleich. Ich brauche erstmal noch ein bisschen Geld. So. Und warte, eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Wo muss das hin? Hier rüber, glaube ich, war das direkt. Ach, ganz dahinter. Ja gut, komm, ich mache das noch schnell. Dann zoome mal ein Fahrrad aus. So, jetzt aber ganz, ganz schnell zurück. Also wir können bis 19.30 Uhr, können wir, glaube ich, diese Pakete hier ausliefern. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Wir sollten auf jeden Fall dringend was essen und wir sollen ein Fahrrad aussuchen. So, warte mal, du gehst mir jetzt mal nicht auf den Senkel da draußen. Ich kaufe mir jetzt erstmal ein Fahrrad. So. Suchen. Okay, aber wir haben noch gar keine 200 Dollar. Warte mal, dann muss ich doch noch ein Paket abkassieren hier. Warte. Was war das jetzt? 38. Nee, was? Oh, shitty. Was war das jetzt? 38, wusste ich doch. 38, 14. 202 Dollar. Perfekt. So, jetzt haben wir die Kohle zusammen. Das wird auch mit dem Auto geholt. Ach, aber. Mist. Wir brauchen noch was zu essen. Das nützt alles nichts. Okay, warte mal. Wir brauchen was zu essen. Nicht Bank, sondern Markt. Oh, was ist denn das Billigste? Ein Sandwich? Nehme ich ein Sandwich und nasser Kuchen? Ein Sandwich und nasser Kuchen, das klingt doch gut. So, ein Sandwich essen. Wie viel bringt das? Halb voll. Und ein nasser Kuchen? Okay, auch wieder ganz voll. Perfekt. Gut, jetzt kommt auch gar keiner mehr. Das ist natürlich praktisch.
So, jetzt kommt zumindest keiner mehr. Die werden gleich mit dem Auto abgeholt. Aber wir haben noch $180. Ich muss noch was ausliefern, Leute. Das nützt nichts. Ich glaube, aber... Warte mal. Jetzt ist das Auto erstmal da. Oh, das gibt aber kein Geld mit dem Auto. Das ist natürlich auch ärgerlich. So, pass auf. Jetzt laden wir erstmal die ganzen Dinge ins Auto ein. Die werden nämlich jetzt abgeholt. So. Und dann, glaube ich, gehe ich... Hallo? Gehe ich nämlich erstmal schlafen. Achso, ich könnte es natürlich anders machen. Könnt ihr natürlich auch einen Rucksack packen. So und so. Und dann mache ich... Ey! Hier! Yeah! Oh Mann, ey. So, okay. Die zwei lasse ich liegen. Das ist einfach, das ist mir zu viel, Leute. Das ist mir alles zu viel. Ich mache jetzt das Tor zu und gehe erstmal schlafen. So, schlafen, ja. Ende im Gelände. Fahrzeugkosten 400, Lebensmittelausgaben 22. Gesamtsatz 200, minus 165. Ja, wunderbar. Minus 165 ist ja schon mal super. Okay, neuer Tag, neues Glück. Wir haben nur $180. Wir sollten hier, glaube ich, einmal aufmachen. Oder wir gehen noch fix die Pakete hier ausliefern. Nee, wir machen die auf. Wir lassen die Kundschaft zu uns kommen. Hat er das Fahrrad jetzt gefunden? Hä? Wieso habe ich denn jetzt das Fahrrad? Ich habe da gar nichts bezahlt dafür. Habe ich irgendwas bezahlt dafür? Dann mache ich jetzt zu. Ich glaube, ich habe gar nichts bezahlt dafür, oder? So, jetzt warte mal. Jetzt liefere ich erstmal die Pakete aus, die hier noch rumliegen. Und zwar, ich will das Paket ausliefern, das geht aber nicht. Okay, das einmal einpacken, das einmal einpacken, das. Hat er das jetzt... Oh, Leute, ich kann das noch mitnehmen. Sehr gut. Ja, ihr braucht gar nicht klingeln. Die Kunden kommen ab 8 Uhr ran. Oh mein Gott, guck mal, wie schnell dieses Fahrrad ist. Das ist ein Gamechanger, Leute. Das Fahrrad ist ein Gamechanger. Jetzt können wir richtig gut ausliefern hier. Okay, jetzt ist nur die große Frage. Was ist denn unsere nächste Aufgabe? Was ist unsere nächste Aufgabe? Das wäre eigentlich noch spannend. Ich fühle mich ein bisschen wie der Anzeigenhauptmeister hier mit diesen Hörnern da vorne drauf. So, einmal hier. Bitteschön. Dann nächstes Paket. Darüber. Kann ich direkt mit dem Fahrrad reinfahren? Ah, nee, geht leider nicht. So, und nächstes Paket. Wo muss das hin? Auch hier hinter irgendwo. Oh, ich glaube, das war jetzt nicht so schlau. Ich glaube, das war jetzt nicht so schlau von unserer Wegstrecke her. Ich glaube, wir fahren dann nochmal zurück. Aber das macht nichts. Das Fahrrad ist einfach nur geil. Hohoho. Sehr gut. Ja, wir müssen wieder zurück. Okay. Schade, dass wir kein Extrageld nochmal bekommen. Aber ich bin mir eben nicht so sicher, was passiert, wenn wir diese ganzen Pakete nicht ausliefern an die Kundschaft. Ich glaube, das wäre ja auch eine miese Nummer, oder? Ich glaube, das wäre auch eine miese Nummer. Ich fahre mal zurück. Back to the Package Shop. So, sehr gut. Okay. Dann machen wir hier mal auf. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was ich... Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht. Guck mal, hier gibt es ja so einen Roller und ein Auto. Da kann man noch ausliefern. Das wäre auch noch eine Idee. Und dann haben wir noch... Warte mal, Bank, Markt, Arbeitskräfte. Ach, Arbeitskraft geht auch noch nicht. Das wäre auch super, wenn einer schon mal Ausrüstung... Na, da haben wir auch noch nicht. Drohne. Können wir Amazon Drohnenlieferung machen? Aufbau-Upgrade. Oha, hier gibt es aber doch noch einige Sachen. Prestige. Ja, das ist alles noch nicht freigeschaltet. Fähigkeitsbaum. Nirgendwo gibt es hier was. Ist alles noch unter... Dings quasi. Also müssen wir alles noch auf die nächste Version warten. So, na gut. Sei es drum, wir nehmen mal hier das nächste Paket noch an. Und dann würde ich sagen, würde ich mich aber erstmal verabschieden hier vom Paketshop-Simulator. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Hier sind ja noch ein paar Pakete, habe ich noch ein bisschen was zu tun. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Däumchen da, schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Dort findet ihr noch mehr Simulatoren und viel zum Landwirtschaftssimulator. Ich bin erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao.